Erinnert ihr euch noch an GoPro, die wahnsinnig beliebte Action-Kameramarke, die in den Jahren 2014 und 2015 einen wahren Boom erlebte? GoPro bot eine einfache, aber revolutionäre Möglichkeit, verrückte Abenteuer zu teilen, sei es beim Surfen, Fallschirmspringen oder Tauchen. Die kleinen und robusten Kameras von GoPro waren perfekt für eine Vielzahl von Aktivitäten geeignet und fanden sogar in der Vlogging-Szene Anklang. Auch heute noch sind GoPro-Kameras bei Adrenalin-Junkies und Vloggern sehr beliebt, was man von Investoren jedoch nicht behaupten kann. Als GoPro 2014 an die Börse ging, stürzten sich die Anleger auf das Unternehmen und ließen die Aktie innerhalb weniger Monate um über 100% ansteigen. Doch seit dem Ende des anfänglichen Hypes hat die GoPro-Aktie an Wert verloren und wurde sogar zu einem Penny-Stock, der unter 5 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird. GoPros Anteile liegen aktuell 86% unter ihrem IPO-Preis und spektakuläre 96% unter ihrem historischen Höchststand. Was ist also mit GoPro passiert? Ein Blick zurück zeigt, dass GoPro eigentlich schon im Jahr 2002 gegründet wurde, eine ganze Weile vor dem großen Hype. Die Geschichte besagt, dass Nick Woodman, der Gründer von GoPro, im Jahr 2002 eine Reise nach Australien und Indonesien unternahm. Während dieser Reise ging Nick surfen und wollte sich selbst aufnehmen, also besorgte er sich eine Kleinbildkamera und befestigte sie mit einem Gummiband an seiner Hand. Wie ihr euch denken könnt, war das keine sehr effektive Lösung und zu Nicks großer Enttäuschung gab es nicht viele Lösungen auf dem Markt. Entweder musste man vom Ufer aus aufnehmen, was den Sport weitgehend seiner Intensität beraubte, oder man musste teure, wasserdichte Kameras kaufen. Also beschloss Nick, seine eigene Lösung zu entwickeln. Er benutzte die Nähmaschine seiner Mutter, um einen Kameragurt zu fertigen, den man um den Körper wickeln kann. Außerdem entwarf er eine Handgelenkschlaufe, mit der man die Kamera am Arm befestigen konnte. Nick war fest davon überzeugt, dass es eine große Gruppe von Sportbegeisterten gab, die ihre Erlebnisse ebenfalls festhalten wollten, also beschloss er, GoPro im Jahr 2002 auf den Markt zu bringen. Der Name stammt von der Idee, dass die Benutzer von GoPro-Kameras Aufnahmen wie die Profis machen könnten. Zum Glück für Nick war sein Vater Dean Woodman selbst sehr wohlhabend. Dean war der Mitbegründer einer Investmentbank namens Robertson Stevens, die heute ein Vermögen von 1,5 Milliarden Dollar verwaltet. Nick konnte sich also 200.000 Dollar von seinem Vater leihen, um GoPro ins Leben zu rufen. Nachdem die Finanzierung gesichert war, arbeitete Nick mit einem chinesischen Unternehmen namens Hotex zusammen, um eine 35mm Kamera unter Verwendung von Nicks Handgelenkband zu entwickeln. Das Unternehmen war in der Lage, die Kameras für nur $3,5 zu produzieren und Nick verkaufte die Kameras für $30. Ursprünglich verkaufte Nick die Kameras aus seinem Volkswagen-Bus von 1971. Es dauerte jedoch nicht lange, bis er seinen ersten großen Auftrag erhielt. Im Jahr 2004 konnte Nick 100 Kameras an ein japanisches Sportunternehmen verkaufen und im folgenden Jahr trat er bei QVC auf. Dies steigerte seinen Umsatz beträchtlich und Nick schloss das Jahr 2005 mit einem Jahresumsatz von $350.000 ab. In den nächsten Jahren schloss Nick weitere Verträge mit Sportunternehmen ab und vermarktete das Produkt weiterhin aggressiv. Viele Jahre lang verdoppelte sich der Umsatz von GoPro jährlich und Anfang der 2010er Jahre erwirtschaftete GoPro einen Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar. Dies war der Zeitpunkt, an dem GoPro den Durchbruch von einem aufstrebenden Startup zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen schaffte. Ende 2012 investierte das taiwanesische Fertigungsunternehmen Foxconn in GoPro. Sie kauften 8,88% des Unternehmens für satte $200 Millionen, was GoPro mit $2,25 Milliarden bewertete. Zu diesem Zeitpunkt besaß Nick über 50% des Unternehmens, was ihn zum Milliardär machte. Nick brachte das Unternehmen ein paar Jahre später, im Jahr 2014, an die Börse und, wie bereits erwähnt, explodierte die Aktie. GoPro erreichte in der Spitze eine Bewertung von über $10 Milliarden. Im Jahr 2015 schloss Nick eine Partnerschaft mit der NHL ab und wurde sogar als Gastmoderator zur Sendung Shark Tank eingeladen. Dort tätigte er sogar zwei Investitionen für insgesamt $125.000. Aber die Wahrheit ist, dass Nick nicht in der Lage war, anderen Unternehmen beim Wachstum zu helfen, da GoPro selbst eine interne Krise durchmachte. Aber Moment mal, hatte GoPro nicht gerade erst einen verrückten Börsengang und einen großen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen? Was lief schief? Die Antwort liegt nicht in einem einzelnen, genau bestimmbaren Ereignis. Vielmehr waren es Jahre der Selbstgefälligkeit und Fehltritte, die das Unternehmen langsam auffraßen.
Das wahrscheinlich größte Warnsignal für GoPro war, dass Nick sich selbst überschätzt hat. Im Jahr 2014 war Nick zum Beispiel die bestbezahlte Führungskraft in den USA und verdiente insgesamt 285 Millionen Dollar. Ich weiß, dass viele von euch der Meinung sind, dass das viel zu viel für eine Führungskraft ist, egal ob es sich um Nick oder Tim Cook handelt. Aber der entscheidende Unterschied zwischen dem Gehalt, das Apple zahlt und dem, das GoPro zahlt, ist, dass Apple es sich tatsächlich leisten kann. In den letzten 12 Monaten hat Apple 86 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, sodass die Zahlung eines Gehalts von 200 Millionen Dollar weniger als ein Viertel Prozent des Nettogewinns ausmacht. Mit anderen Worten, es wirkt sich in keiner Weise auf die Bilanz des Unternehmens aus. GoPro hingegen machte keine Milliarden oder gar Hunderte von Millionen Gewinn. In dem Jahr, in dem Nick über eine Viertelmilliarde Dollar verdiente, machte GoPro nur 128 Millionen Dollar Gewinn. Würde Apple ein Gehalt im selben Verhältnis an Tim Cook zahlen, wären das etwa 60 Milliarden Dollar pro Jahr. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum das ein Problem ist. Im selben Jahr kaufte Nick eine 180-Fuß-Yacht, einen Gulfstream-Jet, zwei Villen und eine Sammlung von alten Sportwagen. Nick spendete auch 500 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke, was großartig ist, aber diese Spende war auch berüchtigt, weil sie ein Steuerschlupfloch ausnutzte. Eigentlich hätte Nick nach dem Börsengang 180 Tage warten müssen, bevor er seine Aktien verkaufen durfte. Da GoPro aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2014 an die Börse ging, hätte Nick seine Aktien erst 2015 verkaufen können. Wie bereits erwähnt, hatte Nick im Jahr 2014 bereits eine Menge Geld ausgegeben und eine Steuerabschreibung wäre sehr hilfreich, also spendete er im Oktober 2014 500 Millionen Dollar. Eigentlich hätte Nick das nicht tun dürfen und das hat viele Anleger ziemlich verärgert, aber niemand hat etwas unternommen, weil das nur dazu geführt hätte, dass sie schlecht dastehen. Ich meine, wenn man Nick verklagt hätte, um ihn von der Spende abzuhalten, wäre man der Böse gewesen, der eine Spende von einer halben Milliarde Dollar verhindert hätte. Also hielt ihn niemand auf und diese Spende ermöglichte es ihm, 450 Millionen Dollar abzuschreiben und Kapitalertragssteuern auf die verkauften Aktien zu vermeiden. Ich habe ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn Nick große Summen ausgibt oder spendet, was immer er möchte. Das Problem ist, dass GoPro einfach nicht groß genug war, um diese Art von Lebensstil zu unterstützen. Als Nicks persönlicher Lebensstil aufblühte, stiegen auch die Betriebskosten von GoPro. Nick stellte wie im Rausch Mitarbeiter ein und expandierte in jeden erdenklichen Sektor. In den 8 Monaten nach dem Börsengang stieg die Zahl der Mitarbeiter von GoPro von 700 auf über 1600 an. Ebenso schossen die Budgets für Marketingkampagnen, Fotoshootings und alles andere in die Höhe. Der Kreativdirektor von GoPro sagt, dass sich die Budgets im gesamten Unternehmen in diesem Zeitraum verzehnfacht haben. Als die Betriebskosten von GoPro explodierten, wurde der Gewinn des Unternehmens vernichtet. Zwischen dem dritten und dem vierten Quartal 2015 brach der Gewinn von GoPro von 180 Millionen US-Dollar in den letzten 12 Monaten auf 37 Millionen ein. Von da an dauerte es nicht lange, bis GoPro anfing, Geld zu verlieren und bis 2017 verbrannte GoPro über 400 Millionen Dollar pro Jahr. Seitdem war Nick äußerst transparent, was seine rücksichtslosen Ausgaben und den Niedergang von GoPro angeht. Abgesehen von seinen Ausgabengewohnheiten hat er vier weitere Gründe für den Niedergang von GoPro genannt, angefangen beim Leben in der Zukunft. Nick sagt, dass er zukünftige Produkte und Projekte viel zu sehr hochgejubelt hat. Es ist toll, sich für die Zukunft zu begeistern, aber das wird zum Problem, wenn alle Mitarbeiter und Investoren nur noch auf die Zukunft fixiert sind. Die Mitarbeiter verlieren den Fokus darauf, die aktuellen Produkte so gut wie möglich zu machen. Und ein perfektes Beispiel dafür war die Hero 5 Black. Als GoPro in der Drohnen- und Unterhaltungsbranche frontal angriff, vernachlässigte das Unternehmen sein Kernangebot. Bei der Hero 5 Black gab es mehrere Beschwerden, dass sie unter Wasser undicht sei und es stellte sich heraus, dass GoPro ein Produktionsproblem hatte. Die Behebung des Produktionsproblems verhinderte das Erreichen des Produktionsziels für die Weihnachtssaison, was das Unternehmen in ein noch größeres Loch stürzte. Die zweite Lektion, die Nick beschreibt, ist, dass es nicht bedeutet, dass man, nur weil man in einer Sache gut ist, nicht automatisch auch in anderen Dingen gut ist. Einer der größten Fehler von GoPro war wahrscheinlich der Versuch, viel zu schnell zu expandieren und das beste Beispiel dafür war die Drohnenproduktreihe. In den Jahren 2015 und 2016 ging die Popularität von Drohnen durch die Decke und da die Kameras in Drohnen eines der größten Verkaufsargumente waren, schien es, als wäre die Entwicklung einer Drohne genau das Richtige für GoPro. Ende 2016 brachte GoPro eine Drohne namens Karma auf den Markt.
Die Karma wurde ziemlich hoch gejubelt und viele dachten, dass die Karma GoPro den nötigen Auftrieb geben würde, aber die Markteinführung entpuppte sich als ein Desaster. Viele Kritiker und Nutzer beschwerten sich, dass die Drohnen während des Fluges an Leistung verloren und buchstäblich vom Himmel fielen. Das Gute daran ist, dass Nick keine Spielchen spielte, als es um dieses Problem ging. Er nahm es sehr ernst und rief die Drohne nur wenige Stunden später zurück. Das war zwar das Richtige, aber für das Unternehmen war es natürlich eine Katastrophe. Die dritte Lektion von Nick lautet: Halte dich an das, was dir am wichtigsten ist. Im Zuge des Expansionswahns von GoPro war einer der Sektoren, auf die GoPro abzielte, die Unterhaltung. Aus irgendeinem Grund investierte GoPro stark in die Produktion seiner eigenen Shows. Dazu gehörten eine Reiseshow mit dem Titel Beyond Places, eine Familienshow mit dem Titel Kids Save the World und eine Reality-Show über Motorradpolizisten in New York City. Alle diese Sendungen sollten auf einer neuen Streaming-Plattform veröffentlicht werden, die GoPro gerade entwickelte. Doch als das Unternehmen begann, Geld zu verlieren, wurde Nick klar, dass ihm diese Sendungen oder die Streaming-Plattform eigentlich egal waren. Es handelte sich lediglich um eine Geschäftserweiterung und nicht um etwas, das ihm wirklich am Herzen lag. Also stellte er die Projekte ein und leitete das Geld zurück in das Kerngeschäft, was uns zu Nicks letzter und wahrscheinlich wichtigster Lektion bringt, die da lautet: Einfacher ist besser. Während des gesamten Aufstiegs und Niedergangs von GoPro scheint es, als ob das Unternehmen ständig versucht hat, etwas zu sein, was es nicht ist. Sie sind kein Drohnenunternehmen, sie sind kein Medienunternehmen und sie sind kein riesiger Mischkonzern, der Tausende von Mitarbeitern braucht. Was GoPro erfolgreich gemacht hat, war ein Nischenkamerageschäft, das sich an Actionfans und Vlogger richtete. Und viele Jahre lang hatte GoPro diesen Markt völlig vernachlässigt, als das Unternehmen versuchte, sein Publikum zu erweitern. Bei dem Tempo, das GoPro vorlegte, wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn das Unternehmen in Konkurs gegangen wäre, aber es sieht so aus, als ob Nick es in letzter Sekunde geschafft hat, das Ruder herumzureißen. Er versucht nicht, die Art und Weise, wie er das Unternehmen geführt hat, zu verteidigen oder sich zu entschuldigen. Er gibt zu, dass er Fehler gemacht hat und dass er zu dem zurückkehren möchte, was GoPro groß gemacht hat. Er hat die Belegschaft stark reduziert, die unnötigen Expansionsprogramme gestrichen und ist sehr viel bewusster mit seinen Ausgaben umgegangen. Und all diese Schritte scheinen zu funktionieren, denn die Nettoverluste von GoPro haben sich nicht nur verbessert, sondern GoPro hat kürzlich seinen ersten positiven 12-Monats-Zeitraum seit 2015 bekannt gegeben. Vielleicht steht GoPros Rückkehr ins Rampenlicht kurz bevor, aber das wird nur die Zeit zeigen. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.